Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion. Was musst du für 2023 noch wissen? Ja, wir schauen mal. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte hier kurz, knapp, knackig mit dir schauen, was du für dieses auslaufende 2023 noch wissen musst, noch wissen darfst, um für dich hier ja einen kraftvollen Abschluss zu finden, um für dich hier ganz vielleicht sogar auch entspannt, warum auch immer dieses Wort jetzt kommt, aber auch kraftvoll in dein 2024 einzutauchen. So, wir haben für dich die Herrscherin, wir haben den emotionalen Rückzug und wir haben die Power, die Kraft. Ja, deine Power, deine innere Kraft. Die Herrscherin, die sich vielleicht fürchtet vor dem, was in ihrer eigenen Tiefe liegt. Wir haben mit den 8 Kelchen hier diesen emotionalen Rückzug, aber auch, du hast hier 8 Kelche, da ist etwas dabei, was dich nicht mehr erfüllt. Es ist so, ja, als wenn sich da das tägliche Leben eingeschlichen hat. Das Wachstum, was angestrebt wurde oder worauf du deinen Weg aufgebaut hast, das hat sich hier so ein bisschen wie verwässert, nehme ich das hier wahr, weil wir haben 2 kraftvolle große Arcana-Karten und wir haben hier so ein bisschen die Emotionalität, das Dahinplätschern, das ja, sich nicht mehr so kraftvoll fühlen, wie das angestrebt war. Und da darfst du nochmal für dich hinschauen. Die Herrscherin hat einen Samen gelegt. Ja, sie möchte, wollte in diesem 2023 für sich etwas erreichen. Vielleicht hast du gewisse Dinge davon auch erreicht, aber sie erfüllen dich nicht so, wie du das erwartet hättest. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hast du diese Erfüllung auf das Außen gelegt? Hätte das Außen dich erfüllen sollen? Das wäre natürlich fatal, denn die wirkliche Erfüllung, die wirkliche Reise in deine Kraft, das kommt aus innen, aus dir. Das kommt von innen heraus, intrinsisch. Von innen erwächst deine Kraft. Wenn du bereit bist, dir deine inneren Dämonen, diesen Löwen, der hier gebändigt werden möchte, anzuschauen. Ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt hier auf der Karte einen Mann mit dem Löwen haben. Normalerweise ist auf der Kraftkarte die Herrscherin zu sehen, die dem Löwen ein Blütenhalsband umlegt und somit durch ihre Liebe, durch ihr Sein diesen Löwen, diesen inneren Schattenanteil bändigt. Finde ich jetzt spannend hier mit dem Mann und ich habe so das Gefühl, dass wir hier oder du so ein bisschen auf männliche, weibliche Aspekte in dir schauen darfst. Ja, wir haben hier den König der Münzen und vielleicht wolltest du hier mit einem König der Münzen etwas Neues starten. Und du bist auch hier emotional sehr, sehr am Schwanken, sehr hin und her gerissen. Gehe ich jetzt in den Rückzug? Schaffe ich das? Kann ich das? Wie funktioniert das? Klar, ich habe hier 8 Kelche, aber dennoch fühle ich mich da nicht erfüllt. Der König der Münzen kann hier ausschlaggebend sein für einen Rückzug. Und eben auch dafür, dass du, lieber Skorpion, hier mehr in deine Kraft hineinkommst. Das kann ein Partner sein, das kann ein Chef sein, ein Mentor, ein Vater, ein Mensch, den du bewunderst, der hier ja quasi das erreicht hat, was du dir wünschst. Es kann ein Impulsgeber sein.
Und wir haben hier die Mäßigkeit. Was ich ganz, ganz stark wahrnehme, lieber Skorpion, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist das, was mir hier mit der Mäßigkeit, mit der Heilung wirklich ganz, ganz klar ins System hineingefallen ist, mit auf den Tisch gefallen ist. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wenn hier ein emotionaler Rückzug stattfindet oder du dich nicht erfüllt fühlst oder du vielleicht das Gefühl hast, dass deine Wünsche, deine Bedürfnisse nicht gesehen wurden oder nicht erfüllt wurden und dich das so ein bisschen hin und her reißt, dann schau bitte mal tiefer. Ich habe ganz zu Anfang schon gesagt, es geht in allem immer darum, dass wir unsere Kelche selbst erfüllen und dass wir nicht im Außen nach Erfüllung suchen. Und diese Kraft, die sich hier in dir öffnen möchte, so habe ich das Gefühl, dass das eine heilende Energie sein wird in dir, mit der du dann in deinem Leben deine Verbindungen auf ganz neue Art und Weise wahrnehmen kannst. Denn wir haben hier als Botschaft deiner Seele Verbindungen. Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen und baue inspirierende Kontakte auf. Das ist jetzt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn ein Teil in dir mag versucht sein, aus dieser Grundsituation herauszugehen und Gleichgesinnte zu finden, mit denen du hier etwas aufbauen kannst, mit denen aber auch die Gefahr besteht, dass ihr euch gegenseitig in dieser Situation festhaltet, in der ihr ins gleiche Horn blast, in der ihr alle auf einen König der Münzen womöglich schimpft. Es geht hier um Verbindungen, die dich stärken, die dir Kraft geben, die dich heilen, die dir über den Tellerrand hinaushelfen, die dich aus deiner Komfortzone herausbringen. Mutige Verbindungen, vielleicht auch solche, in denen du Impulsgeber bist und sagst, hier, wir heilen jetzt mal hier oder ich für mich meine Kraft, meine Stärke und ich gehe jetzt für mich ganz klare Wege und es ist schön, einen König der Münzen an der Seite zu haben, es ist aber nicht notwendig. Die Erfüllung, die Kraft liegt in mir und diese werde ich jetzt zum Ausdruck bringen und leben. Und ich nehme das wirklich hier auch gerade wie so ein Schwanken. Gehe ich nicht, mache ich das nicht. Spür da in dir nach. Die Kraft liegt in dir und in dir liegt dann auch die Entscheidung, in welche Richtung sich deine Verbindungen aktivieren möchten.